Ja, herzlich willkommen, Fit at Home. Und wir sind natürlich schon mal ganz darauf bedacht, auf Wünsche von euch einzugehen. Die ersten Einheiten, die wir gestaltet haben, die waren immer so ein bisschen diffizil. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr gezeigt für die, die wirklich richtig Schwierigkeiten hatten und haben immer eine fortgeschrittene Variante gebracht. In letzter Zeit war das mehr so, wo wir gesagt haben, okay, das geht im Sitzen, aber wir haben was mehr auf diejenigen orientiert, die schon wir haben ein bisschen was können. Heute möchten wir uns einfach mal die ein oder andere Übung herauspicken und variieren. Das heißt, es haben uns viele angeschrieben, die gesagt haben, Mensch, toll, dass ihr auch für uns, gerade die, die im Rollstuhl sitzen oder die sich ganz schwer bewegen können, die ein oder andere Übung mit dabei haben. Und das hat natürlich uns motiviert, hier noch einen kleinen Schwerpunkt mehr zu setzen. Der erste Übungskomplex, den ich zeigen möchte, ist, stellt euch folgende Situation vor, ihr möchtet irgendwie nach unten kommen, aber irgendwie geht es nicht weiter als so. Und das ist natürlich sehr schwer, weil es macht Schuhe anziehen schwerer, es macht aber auch alle Bewegungen schwer, wenn man mal einen Topf aus dem Schrank nehmen möchte oder insgesamt logischerweise, weil es einfach Schmerzen im Rücken, im Po, in den Beinen bereitet. Diese erste Übung ist auch für diejenigen gedacht, die das Gefühl haben, irgendwie zieht mir hier in das Bein was rein. Der Arzt und der Therapeut hat aber schon ausgeschlossen, dass das nicht unbedingt eine Bandscheibenproblematik ist. Wenn eine Bandscheibenproblematik gut ausgeheilt ist, kann man diese Übung auch gern mitmachen, die ist wichtig. Ich möchte bloß sagen, so auf der Ferne heraus, wenn es akute Probleme gibt, geht bitte als erstes zum Arzt oder zum Physiotherapeuten, lasst euch behandeln, um das individuelle Übungsportfolio aufzubauen. Heute, wie gesagt, geht es um genau diese Muskulatur und im Kern darum, hier in der Tiefe der Gesäßmuskulatur liegt ein Muskel, der gerne mal, ja, wenn er fehlbelastet ist, sich entzündet und auf eine Nervenbahn drückt. Und diese Schmerzen sind halt ähnlich, als wenn man eine Bandscheibenproblematik hat. Generell gilt, wenn es hinten wehtut oder hinten Probleme macht, dann ist häufig vorn der Bereich verkürzt. Das ist ja auch so, die letzten Einheiten haben wir immer wieder darauf Wert gelegt, zu sagen, okay, Bein nach hinten, dehnt den Hüftbeugebereich auf, dehnt die Bauchmuskulatur mit auf, dass ihr eben hier hinten die Last wegbekommt, weil es ist ja so, könnt ihr keinen Schritt richtig hinter machen, weil es verkürzt ist, muss der Muskel hier hinten immer wahnsinnig hart arbeiten. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass ihr schon 2 Monate mit uns trainiert habt und wir hier vorne eine gute Freiheit erreicht haben. Deswegen wandern wir jetzt einfach mal so ein Stück nach hinten und dehnen da dort hinein. Wir beginnen ganz einfach. Und zwar auch für die Fortgeschrittenen, setzt euch bitte auf einen Stuhl, vielleicht auch ziemlich weit nach vorn. Streckt ein Bein und mobilisiert erstmal die Nervenbahn. Das geht ganz einfach. Ihr richtet euch ganz weit auf und geht mit dem Oberkörper so weit nach vorn, bis ihr einen leichten Zug auf der Beinrückseite oder im unteren Rückenbereich spürt. Jetzt beginnt ihr, ihr könnt euch auch gerne auf das vordere Bein aufstützen. Wichtig, der Oberkörper bleibt gerade. Ihr beginnt jetzt den Fuß anzuziehen und wieder aufzulösen. Ihr werdet merken, am Anfang geht das ziemlich schwer. Man kommt gar nicht so weit, gerade dann, wenn man Schwierigkeiten in dieser Zone hat. Aber von Wiederholung zu Wiederholung spürt ihr auch, dass ihr den Fuß immer ein klein wenig weiter anziehen könnt. Und das nutzen wir auch. Wir ziehen den Fuß immer weiter an. Ziehen den Fuß immer weiter an. Ziehen den Fuß an. Macht bitte weiter. Wir werden diese Übung jetzt über 1 Minute ausdehnen. Mir gibt es die Chance, noch 2, 3 Worte dazu mitzuführen. Und zwar schafft ihr es, den Fuß richtig hochzuziehen, ist auch das Stolperrisiko, also das Sturzrisiko draußen, gerade wenn es glatt ist, geringer, weil ihr einfach mit der Fußspitze weit genug über den Fußboden kommt. So, jetzt ziehen wir den Oberkörper ein klein wenig weiter vor und machen dieselbe Übung weiter. Anziehen, auflösen, anziehen, auflösen. Und wir versuchen, den Fuß aktiv heranzuziehen, aktiv heranziehen, aktiv heranziehen. 2 Mal noch. Klasse. Und wir lösen auf, wechseln die Seite. Wir nehmen das andere Bein vor, strecken im Knie, gehen mit geradem Oberkörper nach vorn, bis ihr einen leichten Zug spürt und schon geht es los. Wir ziehen an, lösen auf. Für diejenigen unter euch, die sehr fortgeschritten sind,
Es ist eine Übung, die ihr bestimmt als leicht empfindet. Und man tendiert immer so dazu, Mensch, zack, ich möchte eine Übung machen, die mir ganz, ganz schnell hilft. Aber auf Dauer bringt das nichts. Der Körper muss immer ein klein wenig vorbereitet sein. Und probiert es vielleicht trotzdem mal aus, auch wenn ihr denkt, naja, das ist mir einfach zu leicht. Denn manchmal merkt man doch, ach, das ist gar nicht so einfach. Oder ich merke schon während dieser Bewegung in dem Verlauf der Nervenbahn einen Zug. Dann wisst ihr, aha, da gehört ein bisschen Mobilisation hin. Und genau dafür ist diese Übung perfekt. Wir ziehen den Fuß weiter an, versuchen also wieder auf eine Minute Übungszeit zu kommen. Und wenn ihr merkt, das geht ganz gut, geht ihr mit aufrechtem Oberkörper noch weiter nach vorn und zieht richtig aktiv heran. Wir bereiten also, wie gesagt, das Bindegewebe, die Gelenke und Muskulatur etwas vor, weil auf einen kalten Muskel oder auf ein kaltes Bindegewebe zu dehnen, birgt immer ein Verletzungsrisiko. Bindegewebe, was sich einmal verletzt hat, vielleicht auch einen Riss hat, strukturiert sich anders in dem Regenerationsprozess. Das heißt, das sind andere Faserkomponenten, die sich dann zusammenbauen und es bilden sich wie ganz kleine Narben und die möchte man nicht haben. Deswegen bereitet euch lieber gut vor, auch wenn ihr einfach mal draußen joggen geht. Darauf legen wir immer gemeinsam Wert. Wir stoppen die Bewegung, lassen das eine Bein vorn und schlagen das erste Bein über dieses. Dieser Komplex ist für Leute, die sagen, ach, ich habe wirklich eine ganz schlechte Beweglichkeit, ich sitze im Rollstuhl. Im Rollstuhl muss man gucken, ob man noch anders fixiert wird und sich Hilfe holt. Und ihr beginnt mal ganz langsam den Oberkörper gerade nach vorne zu ziehen. Wenn ihr hierbei keinen Zug spürt, dann löst ihr auf. Wenn ihr einen guten Zug spürt, bleibt ihr in dieser Übung und geht weiter vor. Ansonsten stellen wir das rechte Bein an, schlagen den linken Fuß über das rechte Knie, drücken das Knie leicht nach unten und viele spüren hier schon einen deutlichen Zug im Po. Das ist das, was wir eigentlich erreichen möchten. Ihr drückt das Knie nach unten, richtet den Oberkörper ganz weit erstmal auf. Ist der Zug in dieser Position so, dass ihr sagt, das zieht schon sehr? Wartet einfach ein klein wenig. Vielleicht müsst ihr auch erstmal nicht weiter gehen. Habt ihr aber jetzt schon diese Schwierigkeit, dann wisst ihr, es ist genau die richtige Übung für euch. Merkt euch auch mal, wie es auf dieser Seite geht. Jetzt, wenn ihr merkt, es geht gut, drückt ihr das Knie weiter zum Boden und mit aufgerichtetem Oberkörper geht ihr ganz langsam nach vorn. Ihr könnt auch wieder ein Stück zurückkehren und mit der nächsten Ausatmung wieder ein klein wenig nach vorn. Wisst ihr, dass dieser Muskel ein wenig mehr Augenmerk von euch bedarf? Dann baut diese Dehnung ruhig über 2 Minuten aus. Achtet immer darauf, eine gute Erwärmung sichert auch eine gute nachfolgende Dehnung. Wir versuchen weiter nach vorn zu gehen. Und wenn ihr merkt, da geht noch ein bisschen was, aber ihr schafft das von der Kraft nicht, könnt ihr auch mit der Hand richtig in den Fuß reindrücken und zieht euch während der nächsten Ausatmung etwas weiter nach vorn. Noch einmal ausatmen, ihr zieht aktiv nach vorn, haltet diese Position und löst langsam wieder auf und wir wechseln die Seite. Erst die leichte Variante für diejenigen, die sagen, akute Beschwerden Hüftgelenk, frische Operationen Hüft-Tap. Ansonsten, wie gesagt, müsste man mit dem Arzt sprechen. Deswegen Fuß drüber schlagen, Oberkörper aufrichten und ihr geht wieder langsam nach vorn. Spürt ihr schon einen deutlichen Zug, vielleicht auch in der Tiefe der Gesäßmuskulatur und sagt, weiter komme ich nicht, dann bleibt in dieser Übung. Wenn ihr merkt, da geht noch mehr, schlagt ihr den Fuß wieder über das Knie, wirklich nur den Fuß über das Knie, drückt das Knie leicht nach unten vorsichtig, richtet den Oberkörper auf und geht mit dem Oberkörper langsam nach vorn. Versucht wieder, wenn ihr ausatmet, die Dehnung zu erweitern. Geht immer nur so weit, wie ihr den Schmerz noch gut tolerieren könnt. Und wie ihr noch wirklich in der Zone der tiefen Gesäßmuskulatur, also oberhalb des Hüftgelenkes, diesen Zug spürt. Wir gehen weiter nach vorn
gehen weiter nach vorn. Nicht zu weit in den Schmerz hinein, weiter nach vorn. Immer so, dass ihr diesen Schmerz noch gut tolerieren könnt. Nach vorn. Nach vorn. Nach vorn. Wenn ihr merkt, es geht noch etwas, könnt ihr auch gern mit der Hand mithelfen. Zieht euch während der nächsten Ausatmung nach vorn. Ausatmen, nach vorn. Ausatmen, nach vorn. Und wir lösen langsam wieder auf, kommen nach oben und sind damit am Ende unseres heutigen Komplexes. Das Zielbare ist, diese Zone mit der tiefen Gesäßmuskulatur zu mobilisieren und zu dehnen. Wenn ihr gemerkt habt, großer Unterschied zwischen rechts und links, dann müsst ihr versuchen, diese eine Seite zu dehnen, die schwerer geht, etwas mehr zumindest. Beide Seiten sollten immer gedehnt werden, sodass euer Becken eine gute Führung, eine gute Balance zwischen rechts und links hat. Bleibt an den Übungen dran, es wird sich lohnen. Wenn ihr wisst, eure Freunde und Verwandten haben auch ein ähnliches Problem, dann schickt ihnen einfach das Video, zeigt einen Daumen mit nach oben, liked uns, schickt uns eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt, wir gehen gerne darauf ein. Danke, wir wünschen euch viel Spaß.